Landsleute, wir als Nationaldemokraten sind heute hier im Zuge des Europawahlkampfes, dessen Wahl am 25. Mai, also kommenden Sonntag, für Sie möglich ist. Liebe Bürgerinnen und Bürger, werte Landsleute, Deutschland ist mittlerweile Asylland Nummer 1. Kein anderes Land nimmt mehr Asylbewerber auf als Deutschland. Die Kosten steigen ins Unermessliche. Allein in den ersten 3 Monaten des laufenden Jahres sind mehr Asylbewerber nach Deutschland gekommen als im kompletten Jahr 2009. Das hierzulande geltende Asylrecht, ohnehin viel zu weichgespült, wird weiter ad absurdum geführt. Laut geltendem Recht dürfen nur diejenigen Asylbewerber nach Deutschland kommen, die in ihrer Heimat politisch verfolgt werden und die nicht über einen dritten, sicheren Drittstaat eingereist sind. Dieses geltende Recht wird seit Jahren mit Füßen getreten. Islamistische Tschetschenen beispielsweise reisen tausendfach über Polen nach Deutschland ein, um es sich nicht in Polen, sondern im bundesdeutschen Schlaraffenland in der sozialen Hängematte unserer Heimat bequem einzurichten. Nach offiziellen Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sind im Jahr 2013 lediglich 1,1% der Asylanträge positiv beschieden worden. Wer jedoch meint, dass der Rest, wie es Recht und Gesetz wäre, konsequent in seine Heimat abgeschoben würde, der irrt sich. Nahezu alle durften in Deutschland bleiben und sich auf Kosten des deutschen Steuerzahlers bequem einrichten. Laut ZDF-Politikbarometer sind die meisten Deutschen der Auffassung, dass ein Großteil der nach Deutschland einwandernden Ausländer ausschließlich deshalb herkommt, um es sich an den Sozialleistungen hier im Lande bequem einzurichten und diese in Anspruch zu nehmen. Weil die damit verbundenen Probleme, gerade im Bereich der inneren Sicherheit, schon jetzt dramatische Folgen, gerade hier in städtischen Ballungszentren zeigen, spricht sich mehr als die Hälfte der Deutschen gegen weitere Einwanderung aus. Die rasant voranschreitende Islamisierung vieler europäischer Städte hat dazu geführt, dass die Europäer vielerorts bereits in der Minderheit sind. Islamische Parallelgesellschaften, anatolische Banden, muslimische Hassprediger und symbolische Landnahme durch den Bau zahlreicher Moscheen und Minarette sind das Ergebnis einer völlig irregeleiteten Integrationspolitik. Hier ist offensichtlich jeder willkommen, auch wenn das den Sozialstaat, den Rechtsstaat und unsere kulturelle Identität zerstört. Um diese Entwicklung zu stoppen, wird sich die NPD künftig im Europaparlament für ein Ende der Masseneinwanderung in den Sozialstaat, ein Ende der Islamisierung und ein Ende des systematischen Asylbetrugs einsetzen. Wir Europäer sitzen alle im selben Boot und dieses Boot ist mittlerweile voll. Die NPD spricht sich gegen den Versuch der etablierten Parteien aus, Deutschland in einen Selbstbedienungsladen für Asylbetrüger und Sozialschnorrer umzuwandeln. Es müssen endlich wirksamere Maßnahmen ergriffen werden, um die überhandnehmende Ausländerkriminalität zurückzudrängen, sowie die Islamisierung Deutschlands und Europas zu verhindern. Die etablierten Parteien haben aus dem alten Europa der Völker und Vaterländer ein Europa der Banken und Großkonzerne gemacht. Die EU zwingt uns Deutschen Gesetze und Richtlinien auf, die von der Mehrheit der Deutschen abgelehnt werden. Ob ökonomisch höchst riskante Freihandelsabkommen mit der USA, die Einfuhr genmanipulierter Lebensmittel und die Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Die Interessen der Völker Europas spielen für die EU keine Rolle. Im Rahmen der Politik des vermeintlich billigen Geldes, des massenhaften Aufkaufs von Staatsanleihen der südeuropäischen Staaten durch die Europäische Zentralbank haften wir Deutschen mittlerweile mit 27%. Wir Deutschen mussten schon für den Rettungsschirm EFSF haften, mussten ab 2012 für den ESM-Rettungsschirm zahlen und sollen künftig weitere Hilfszahlungen an hilfsbedürftige Staaten leisten, damit sich die internationalen Banken auf Kosten eben dieser Staaten finanziell sanieren können. Das Geld kommt nicht bei den notleidenden Menschen an, sondern versickert in den Bilanzen der Zockerbanken. Die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland beträgt noch immer 59%.
In Italien und Spanien mehr als 40% und selbst in Frankreich noch 25%. Die Völker müssen sparen und zahlen, damit die Banken und Großkonzerne weiter satte Gewinne einheimsen können. Bundeskanzlerin Angela Merkel ist erst kürzlich nach Griechenland gereist, um dort zuzusichern, dass der deutsche Steuerzahler künftig eine Förderbank in Griechenland finanzieren wird, mit der griechische Unternehmen gefördert werden sollen. Stattdessen stecken deutsche Unternehmen in der Kreditklemme. Der Niedriglohnsektor wächst und immer mehr Deutsche steuern auf die Armutsrente zu. Aber wir finanzieren die ganze Welt. Wir Deutschen sind das Sozialamt der ganzen Welt, weil wir ungehindert Sozialtouristen aus aller Welt hier nach Deutschland kommen lassen. Und wir Deutschen sind die Melkkuh Europas, weil wir größter Nettozahler der Europäischen Union sind, weil wir den größten Anteil an diversen Rettungsschirmen tragen müssen und weil wir mit der Umstellung von der D-Mark zum Euro die meisten Wohlstandsverluste in Kauf nehmen mussten. Wir Nationaldemokraten bekennen uns klar zur No-Bailout-Klausel, die besagt, dass kein Staat für die Schulden eines dritten Staates haften darf. Es darf uns Bürgern nicht länger zugemutet werden, dass wir mit unseren Steuergeldern für Banken und Pleitestaaten haften müssen. Jeder Steuerzahler geht mittlerweile mehr als die Hälfte des Jahres für den Fiskus arbeiten, damit dieser das Geld dann anschließend für fremde Interessen verpulvern kann. Die NPD wird sich künftig im Europaparlament gegen weitere Rettungsschirme auf Kosten der deutschen Steuerzahler einsetzen. Die Stimme gegen die Enteignungspolitik der Europäischen Zentralbank erheben und dafür eintreten, dass deutsches Geld primär endlich wieder für deutsche Aufgaben genommen wird. Mehr als 80% der wirtschaftlich relevanten Gesetze werden mittlerweile nicht mehr in Bund und Ländern, sondern in Brüssel entschieden. Die EU diktiert, wie unser Sozialstaat zu funktionieren hat. Sozialabbau ist damit vorprogrammiert. Die EU diktiert, dass wir unsere Außengrenzen nicht mehr angemessen sichern dürfen. Ein massiver Anstieg der Kriminalität ist somit vorprogrammiert. Der Autoklau hat in einzelnen Regionen Deutschlands seit der Grenzöffnung zu Polen und Tschechien um 250% zugenommen. Laut eines Berichts des Bundeskriminalamtes sind derzeit etwa 50.000 organisierte Kriminelle aus Osteuropa in Deutschland aktiv und haben Deutschland in Aktionseinheiten unter sich aufgeteilt. Die Samthandschuhjustiz tut übrigens dazu, dass Deutschland zum Paradies für Kriminelle aus aller Welt geworden ist. Und die Polizei kann nur zuschauen. Wir als NPD fordern die Wiedereinführung von Grenzkontrollen, damit die Polizei wieder in die Lage versetzt wird, Sicherheit, Recht und Ordnung zu gewährleisten. Es kann nicht angehen, dass die EU uns diktiert, wen wir nach Deutschland einreisen lassen müssen. Deutschland muss wieder ein souveräner Staat werden. Dass wir das nicht mehr sind, haben nicht zuletzt die Enthüllungen des ehemaligen CIA-Mitarbeiters Edward Snowden aufgezeigt. Fremde Geheimdienste können uns Deutsche ausspähen. Milliardenschäden durch Wirtschaftsspionage sind die logische Folge. Wir Nationaldemokraten wollen deutsche Bürger und deutsche Unternehmen vor diesen Datenkraken namens NSA schützen. Doch dafür braucht es ab dem 25. Mai auch endlich nationale deutsche Abgeordnete in Europa. Wir Nationaldemokraten hören oft bei öffentlichen Veranstaltungen, dass man ja doch nichts ändern könne und die da oben ja ohnehin machen, was sie wollen. Die Politiker interessiert längst nicht mehr, was das Volk denkt. Die Damen und Herren im Bundestag, in den Landtagen und im Europaparlament vertreten längst nur noch ihre eigenen Interessen. Verstehen sich nicht als Volksvertreter, sondern als Lobbyisten für Banken und Großkonzerne. Diese Kritik ist sicher berechtigt. Dennoch beweist der derzeitige Rechtsruck in ganz Europa, dass die Völker unseres Kontinents wieder aufwachen. Thank you.
Test. 1, 2, 3. Ja, technische Probleme mit Überlein. So, da bin ich wieder. Wir Nationaldemokraten hören oft bei öffentlichen Veranstaltungen, dass man ja doch nichts ändern könne. Und die da oben ja ohnehin machen, was sie wollen. Die Politiker interessiert längst nicht mehr, was das Volk denkt. Die Damen und Herren im Bundestag, in den Landtagen und im Europaparlament vertreten längst nur noch ihre eigenen Interessen. Verstehen sich nicht als Volksvertreter, sondern als Lobbyisten für Banken und Großkonzerne. Diese Kritik ist sicher berechtigt. Dennoch beweist der derzeitige Rechtsruck in ganz Europa, dass die Völker dieses Kontinents aufwachen, dass sie nicht länger gewillt sind, sich Brüssels Diktaten zu unterwerfen, dass sie nicht länger überfremdet werden wollen, dass sie nicht am Gängelband der USA in sinnlose Kriege geführt werden wollen, dass sie wieder Herr im eigenen Haus sein wollen. Nahezu in allen europäischen Staaten sind nationale Parteien im Aufbruch. Ob in Österreich mit der FPÖ, in Frankreich mit dem Front National, in Griechenland mit der Goldenen Morgenröte, um nur einige zu nennen. In vielen Ländern Europas suchen sich die Bürger neue Parteien, die ihre Interessen vertreten wollen. Die nicht mehr als Sachwalter fremder Interessen, sondern als Wahrer von einheimischen Interessen arbeiten wollen. Dieser Rechtsruck wird auch in Deutschland stattfinden. Auch in Deutschland werden sich die Bürger zwischen einer falsch verstandenen Willkommenskultur und dem Erhalt unseres bekannten Sozialstaats entscheiden müssen. Beides gemeinsam geht nicht. Auch wir Deutschen müssen sagen, ob wir Masseneinwanderung haben wollen oder den Rechtsstaat bewahren wollen. Beides gleichzeitig geht nicht. Am 25. Mai haben Sie alle die Möglichkeit, sich für die NPD und damit gegen Masseneinwanderung, gegen Asylmissbrauch und gegen die Islamisierung Deutschlands und Europas zu entscheiden. Wir als NPD wollen, dass die Politik wieder die Interessen der Einheimischen vertritt. Wir wollen, dass es auch in Deutschland, so wie in der Schweiz, Volksentscheidungen zu wichtigen Themen gibt. Die Bürger zahlen, also sollen sie auch entscheiden dürfen. Die Schweiz hat es vorgemacht. In den letzten Jahren wurden dort mehrere wegweisende Volksabstimmungen getroffen und entschieden. Gegen weitere Moscheen und Minarette, für die Abschiebung krimineller Ausländer und gegen die Masseneinwanderung in den Schweizer Sozialstaat. Weil die etablierten Parteien wissen, dass die Deutschen ähnlich wie die Schweizer entscheiden würden, fürchten sie direkte Demokratie und Volksentscheide wie der Teufel das Weihwasser. Wir Nationaldemokraten fordern Volksabstimmungen, auch in Deutschland. Das Volk soll entscheiden dürfen, wie es künftig in seinem eigenen Land leben will. Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts gibt es bei der Europawahl weder eine 5- noch eine 3%-Klausel. Das heißt, bei dieser Wahl ist keine Stimme verschenkt. Die NPD wird im nächsten Europaparlament vertreten sein. Sie können nun entscheiden, mit wie vielen Abgeordneten. Für jeden NPD-Abgeordneten, der einzieht, fliegt einer der etablierten Versagerparteien heraus und wird in die politische Wüste gejagt. Allein zur Abstrafung dieser Gestalten lohnt es sich, am 25. Mai NPD zu wählen. Sorgen Sie auch mit uns dafür, dass endlich auch in Europa deutsche Interessen vertreten werden. Wählen Sie am 25. Mai die Liste 23, wählen Sie Nationaldemokraten, wählen Sie NPD. Dankeschön.